Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, aus nah und fern, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 2. September 2022. Sie sind goldrichtig hier im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde. Ich erweitere ja das Portfolio laufend, angewandte, konservative Studien werden bei uns ebenfalls gepflegt. Und schließlich würde ich sagen, bemüht sich Weltwoche Daily, eine Art Volkshochschule des politischen Durchblicks zu sein, mit gelegentlichen theologischen und kulturellen Einsprengseln. Die Theologie und die Kultur sind ja sozusagen der Rettungsanker in ganz verwirrten, in ganz zappendusteren, in finsteren Zeiten. Aber man darf eben nicht verzweifeln, meine Damen und Herren, weil der Mensch immer schon in die Irre gerannt ist. Der Mensch ist Weltmeister darin, Katastrophen zu verursachen, diese dann auch aber wieder auf geradezu mirakulöse Weise dann zu lösen. Und von ungefähr ist einer der ältesten Mythen, zumindest des westlichen Teils der Menschheit, der Mythos von Sisyphos. Wir rollen immer wieder einen Stein über die Bergkuppe und auf der anderen Seite rollt er herunter und dann müssen wir wieder von Neuem den Stein darüber schieben. Bevor ich einsteige in die Nachrichten, ein Werbeformat. Live-Read. Wir sind ja hier sehr innovativ unterwegs bei Weltwoche Daily. Wir haben neue Werbeformate. Werbung ist wichtig. Das ermöglicht es uns, Ihnen diese Dienstleistung zu bringen. Und deshalb sind wir unseren Werbepartnern auch sehr dankbar. Ist für uns eine Ehre. Für mich ganz besonders, weil ich bin ja auch ein Freund des Gewerbes und der Wirtschaft. Und ich bin dafür, dass viel geworben wird. Denn dort, wo viel geworben wird, dort ist etwas los. Da kann man etwas kaufen und verkaufen. Da ist der marktwirtschaftliche Betrieb in Ordnung. Deshalb teile ich nicht dieses zum Teil etwas branchenbedingte oder branchenübliche Herablassungsgefühl, das viele Journalisten gegenüber den Werbe- und Anzeigenkunden haben. Ganz im Gegenteil, ich habe im Kontakt, auch als Chefredaktor, im Kontakt und im Gespräch mit Werbekunden sehr viel gelernt über die Wirtschaft, über das Unternehmerische. Und ich bin ja heute selber Unternehmer und sehe ja, wie wichtig das ist, dass sie eben in der Marktwirtschaft bestehen können. Also hier ein Werbeformat und zwar der Live-Read. Das ist ein Klassiker, eine tolle Möglichkeit, interessante Fakten und Produkte zusammen mit Partnern zu präsentieren. Und heute beschäftigen uns wir mit einer ganz wichtigen Frage, nämlich mit der Frage Ihres Geldes. Es liegt wieder eine turbulente Börsenwoche hinter uns. Die Kurse sind vielerorts eingebrochen. Die Welt bleibt geprägt von Ukraine-Konflikt, hoher Inflation, steigenden Zinsen und andauernden Corona-Wellen. Der Euro verliert an Wert. Bei all den Hilfs- und Entlastungspaketen ist klar, irgendjemand muss das bezahlen. Und die Konsequenz ist offensichtlich. Wohlstand wird politisch angreifbarer denn je. Es stellt sich insbesondere im Euroraum die bange Frage, wo ist mein Geld noch sicher? Und da kommt eben das Fürstentum Liechtenstein ins Spiel, was ich in großer Anerkennung als Schweizer sage. Die Liechtensteiner machen vieles schweizerischer und besser als die Schweiz. Die Schweiz könnte sich in vielerlei Hinsicht vom Fürstentum Liechtenstein auch eine Scheibe abschneiden, wenn auch der Übergang zum Fürstentum jetzt sozusagen zur Monarchie nicht unbedingt in der DNA des Schweizers begründet liegt. Andere Länder, andere Sitten. Aber eben traditionell ist das Fürstentum Liechtenstein eine der sichersten Häfen in unruhigen Finanzmärkten. Schuldenfrei, mit politischer und wirtschaftlicher Stabilität sowie militärischer Neutralität. Ein Wunderkleinstaat mit eigenständigem Finanzplatz und gutem Marktzugang in die Europäische Union. Und Ihr Partner für Vermögensfragen ist Kaiser Partner. Kaiser Partner ist eine eigentümergeführte Privatbank in Vaduz, gegründet vor fast 50 Jahren, spezialisiert auf Vermögensverwaltung für Privatpersonen, insbesondere Unternehmen. Ihre Adresse im Fürstentum Liechtenstein, ein sicherer Hafen für Ihr Vermögen, Kaiser Partner. Informieren Sie sich über die Kaiser Partner Privatbank und den sicheren Hafen Liechtenstein unter www.kaiserpartner.bank/sicherer Hafen.
Zuschauer, die uns auf YouTube zuschauen, können den Link direkt oben rechts anklicken, also hier, wo ich jetzt hinzeige. Kaiser Partner, Ihr Partner in unsicheren, in bewegten Zeiten, in den Stromschnellen der aktuellen Wirtschaft. So, das ist das Ende dieser Werbeeinschaltung. Jetzt stehen wir mitten in den Aktualitäten drin. Annalena Baerbock pfeift auf die Bürger. Egal, was meine deutschen Wähler denken, wir stehen zur Ukraine. Das ist der Satz des gestrigen Tages. Da hat es mir fast die Schuhe ausgezogen, als ich das gelesen habe. Ich habe mich insgesamt aber auch insgeheim auch etwas gefreut, weil in dieser Offensichtlichkeit ist etwas ausgesprochen worden, was viele Deutsche gefühlsmäßig sowieso längst erfasst haben. Dass nämlich ein Großteil der politischen Elite und vor allem der linksgrüne Teil der politischen Elite, viele werden von Ihnen jetzt Elite in Anführungszeichen setzen wollen, dass der linksgrüne Teil der deutschen Elite auf die Demokratie pfeift. Und das ist das Problem dieser grünen Kommunisten, zu denen eben auch Frau Baerbock gehört. Sie haben den Eindruck, sie hätten die Weltformel erlegt. Sie wissen, wo die Reise hingeht. Sie sind sich ihrer Sache dermaßen sicher, dass sie sich über die Demokratie, über den Bürger hinwegheben. Das sind die klassischen Gutmenschen, die Bessermenschen. Sie glauben, sie stehen näher beim lieben Gott. Und das ist ja genau das, was wir hier immer wieder kritisieren aus konservativer Sicht. Die konservative Weltsicht besagt eben, dass niemand ein moralisch besserer Mensch ist und über dem anderen steht. Sie sind vielleicht, haben sie sich moralisch schlecht benommen, aber von ihrer Grundsubstanz als Mensch sind wir alle die gleichen Sünder und wir sind alle irrtumsanfällig und wir können uns nie sicher sein, dass wir nicht total falsch liegen. Und das Gefährlichste sind eben Politiker, die glauben, die Weisheit, die Wahrheit gepachtet zu haben. Und hier ist dieser Satz einzuordnen von Frau Baerbock, wo sie sagt, egal was die Bürger denken, wir ziehen dieses Ding durch. Und das ist natürlich auf den Herbst gemünzt, die deutschen Politiker merken, aber sie bangen auch, dass es Proteste geben könnte. Sie fangen an präventiv jeden Kritiker der Regierungspolitik als Rechtsextremen, als Nazi zu verunglimpfen. Das heißt, die deutsche Politik ist auch eine Art Fabrikanstalt zur Produktion von Nazis, um Kritik am eigenen Vorgehen abzuwürgen, von vornherein zu verunmöglichen. Und eine Politikerin oder ein Politiker, der sagt, ich ziehe das durch, egal was meine Wähler sagen, egal was die Deutschen sagen, so jemand, Entschuldigung, hat in einer Demokratie nichts zu suchen. Das sage ich jetzt einfach mal als Schweizer hier. Wir sind ja auch durch lange Lebenserfahrung Demokratiepraktiker, wobei in der Schweiz gibt es dann auch viele Politiker, die diesen Satz unterschreiben würden von Frau Baerbock. Sie sagen es einfach nicht laut, weil sie sich das nicht getrauen, weil sie dann im übertragenen Sinn geteert und gefedert würden in der Schweiz. Aber dieser Satz ist ein Affront. Die deutschen Wähler bezahlen Frau Baerbock, von der ich nicht weiß, was sie in der Privatwirtschaft für einen Job machen würde, wenn sie nicht in der Politik wäre. Der wäre sicherlich schlechter bezahlt als das, was sie jetzt bekommt als Außenministerin. Das ist ein Schlag ins Gesicht der Deutschen, denen immer wieder Dinge zugemutet werden, die man gar nicht zumuten darf. Die Deutschen zahlen den Euro. Die Deutschen haben ein Wirtschaftswunder lanciert nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Deutschen haben eine Wiedervereinigung gestemmt. Die Deutschen haben eine fast elefantenähnliche Geduld, wenn es darum geht, auch die ungerechtfertigte Kritik derjenigen Länder hinzunehmen, die sie immer wieder finanzieren. Und in diese Gemengelage, jetzt auch noch dieser Krieg, da mutet man den Deutschen massive Wohlstandsverluste zu. Auch die ganze Frage der Energieversorgung ist von dieser vor allem grünen Politik leichtfertig aufs Spiel gesetzt, perforiert, in Flammen aufgelöst worden. Und jetzt hat also diese Frau Baerbock auch noch die Stirn, den Deutschen zu sagen, es ist mir Schnurzpiep, egal was ihr denkt, wir ziehen das durch. Das ist eine diktatorische, das ist eine despotische Gesinnung, das ist politischer Moralismus,
Das ist der Triumph der Gesinnung über die Urteilskraft und über die Institutionen eines demokratischen Staates. Und deshalb sage ich Ihnen, das größte Demokratierisiko, das Sie heute in Deutschland haben, das sind nicht die, die gegen Corona demonstrieren, das sind nicht die, die gegen die Russlandpolitik demonstrieren, das sind die Politiker selber, die sich für kleine Götter, für kleine Herrlichkeiten halten und deshalb der Meinung sind, sie können sich über alles hinwegsetzen. Das ist sehr, sehr interessant. Übrigens auch sehr interessant, dass in den Zeitungen heute Morgen, habe ich diesen Satz jetzt nicht prominent gesehen, offensichtlich sind da die deutschen Journalisten noch heimliche Komplizen in dieser Demokratieverachtung von Frau Baerbock. Untragbare Forderung. Polen möchte 1300, wie viel, Billionen oder Milliarden, haben die Übersicht verloren, eine unglaubliche Zahl an Reparationszahlungen, 1,3 Billionen Euro Reparationszahlungen fordert, Entschuldigung, die polnische Regierung von Berlin. Man hat ein riesiges Untersuchungswerk vorgelegt und möchte jetzt von den heutigen Generationen, die mit dem Verbrechen der Nationalsozialisten nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun haben, diese gigantische Zahlung abpressen. Man benutzt also jetzt hier auch politisch diesen Krieg, um Druck zu machen auf die Deutschen finanziell. Ich bin einer, der Polen immer wieder verteidigt hat, auch in diesen Auseinandersetzungen mit der Europäischen Union, auch die Partei PiS von Kaczynski und seinen Kollegen habe ich immer wieder verteidigt, aber hier gehen die Polen jetzt einfach eindeutig zu weit. Und das Bemerkenswerte ist nun die Tatsache, dass die deutsche Politik ja die Polen sehr gelobt hat, aufgrund der absolut kompromissunbereiten Konfrontationshaltung gegenüber Russland. Die Polen, eine ehemalige Großmacht, die auch mit den Russen konkurriert hat. Man hat fast das Gefühl, dass wir hier wieder etwas im 16., 17., 18. Jahrhundert sind, wo die Polen zum Teil Zaren eingesetzt haben in Moskau. Vielleicht sind solche Ambitionen jetzt in Warschau wieder am Wachsen. Und in dieser ganzen Hochstimmung, in dieser kriegerischen, gurgelnden Stimmung, haben jetzt also die Polen diese Forderung erhoben. Jetzt kommen die deutschen Politiker natürlich eine Art Seelenzwiespalt. Einerseits sind die Polen die Guten, weil sie ja gegen die Russen sind, auf der anderen Seite sind sie jetzt die Bösen, weil sie gegen die Deutschen sind. Aber ich stelle doch mit einer gewissen Genugtuung fest, dass meine deutschen Journalistenkollegen diese Forderungen zurückweisen. Weil diese Kollektivschuld über Generationen hinaus, das ist nicht in Ordnung, das ist ein Affront. Und ich bin sehr gespannt, wie sich auch die Europäische Union äußert, die ja sonst nie zögert. Wenn irgendetwas gesagt oder getan wird, was dem Gaumont in Brüssel widerspricht, dann kommen sie ja sofort mit dem erhobenen Zeigefinger. Bin sehr gespannt, ob Frau von der Leyen hier den Polen die Leviten liest für diese Forderung. Zeigt schon auch, wie sehr nationalistisch aufgepeitscht jetzt die Stimmung in Polen ist. Berlin fordert Freilassung aller willkürlich Inhaftierten in China. UNO-Bericht über Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang. Ich habe in der Schweizer Sendung auch darüber gesprochen. Ein sehr happiger Bericht, der den chinesischen Umgang mit den Uiguren in der Provinz Xinjiang heftig kritisiert. Es ist von Menschenrechtsverletzungen die Rede, es ist von Vergewaltigungen die Rede, von fürchterlichen Dingen. Das ist eine Schrecklichkeit und ich nehme diesen Bericht hier zur Kenntnis. Ich stelle aber auch fest, dass in der aktuellen Situation, in der wir jetzt sind, man höllisch aufpassen muss, dass die UNO nicht auseinanderbricht. Die UNO könnte auseinanderbrechen, wie einst der Völkerbund, nachher ist es dann zum Zweiten Weltkrieg gekommen. Wenn Teile der Welt den Eindruck haben, wichtige Teile der Welt, Großmächte den Eindruck haben, dass die UNO missbraucht wird als Machthebel der Gegenseite, dann ist dann sehr schnell fertig mit dieser UNO. Und Frau Bachelet, die ehemalige oder jetzt abtretende UNO-Hochkommissarin für Flüchtlinge, die hat sich ja zurückgehalten. Man hat auch sich die Frage gestellt, was passiert mit diesem Bericht. Die Chinesen haben sich natürlich gewehrt. Ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen. Gut möglich, dass es so ist, wie die UNO-Beobachter hier feststellen. Die Chinesen wehren sich dagegen mit vielleicht zweifelhafter Glaubwürdigkeit, weil unter Xi Jinping hier schon die autoritäre Schraube angezogen worden ist.
es gibt ja auch in anderen Bereichen beunruhigende Nachrichten. Xi Jinping, ein chinesischer Führer, der zu Mao zurück will, der hinter Deng Xiaoping zurück möchte, das finde ich nicht gut für China. Ich bin beeindruckt von China, wie man es geschafft hat, aus dieser kommunistischen Epoche, auch der Massenarmut, in eine Phase des Wohlstands zu kommen, dank der Marktwirtschaft. Xi Jinping dreht das zurück. Er ist der autoritärer auftretende Herrscher, der die Macht der Politik, die Macht der Partei wieder nach vorne drückt. Aber wir im Westen müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht die UNO kaputt machen. Denn auch die Russen sind natürlich zutiefst entfremdet, fühlen sich zu Unrecht hier am Pranger in dieser kriegerischen Situation, haben eine ganz andere Interpretation der Vorgänge, und es gibt da nun einfach keinen archimedischen Punkt der absoluten Wahrheit. Wir sind auf diesem Planeten gezwungen, ob uns das passt oder nicht, eine friedliche Koexistenz zustande zu bringen und die geopolitischen Realitäten bis zu einem gewissen Grad zu akzeptieren und uns nicht hier in eine Raserei der Selbstgerechtigkeit hineinzusteigen. Und wenn wir jetzt also anfangen, neben der Auseinandersetzung mit Russland auch noch China hier ins Visier zu nehmen, dann macht sich der Westen, macht sich auch die UNO mitschuldig an einer Zerklüftung und Verwüstung unserer internationalen Ordnung. Ich bin mir bewusst, das ist eine ganz heikle Sache hier, und Menschenrechtsverletzungen sind nicht hinzunehmen, natürlich nicht. Und die UNO ist auch gegründet worden auf der Grundlage solcher Menschenrechtsverletzungen. Das sind moralische Fragen, aber die Moral ist eben auch ein scharfes Schwert und kann in Moralismus umschlagen, in Selbstgerechtigkeit, in die Verabsolutierung eigener Maßstäbe zur Unterdrückung der anderen. Der Moralismus vermischt sich auch gerne mit den Machtinteressen der einen Seite. Und ich gebe hier einfach zu bedenken, ich frage mich, ob wir mit solchen Entwicklungen jetzt, so faktenberechtigt sie auch immer erscheinen mögen, ob wir dadurch nicht politisch einen gigantischen Schaden anrichten, weil am Ende des Tages steuern wir auf eine Welt zu, und das müssen wir uns bewusst machen. Durch die Politik der Amerikaner in der Ukraine passiert im Grunde das Dümmste, was passieren kann, dass nämlich die Russen, das größte Rohstofflager der Welt, in die Arme der Chinesen getrieben wird, dass da ein riesiger Block entsteht, dass die aufgrund der Russland-Sanktionen massiv in den Hunger getriebene dritte Welt sich ebenfalls diesem Block anschließt und der Westen immer einsamer wird. Und diese Politik der moralischen Selbstverabsolutierung des eigenen Standpunkts hat sehr, sehr nachteilige Auswirkungen geopolitischer Art. Ich behaupte, dass die Amerikaner mit diesem Stellvertreterkrieg in Russland ihren ureigenen Interessen schaden, viel zu kurzfristig am schnellen Geld interessiert sind, Gasverkauf an die Europäische Union, diesen Putin mal ein bisschen die Knöpfe eintun, aber langfristig das strategische Interesse der Amerikaner ist sicher nicht, China und Russland zusammenzuführen, zwei alte Rivalen, die aber immer enger zusammenkommen. Und ich höre aus China, dass dort die Annäherung an Russland viel stärker stattfindet, als das öffentlich kommuniziert wird. Die Chinesen halten sich ja da noch etwas zurück, aber in Tat und Wahrheit treiben wir die zusammen, und mit solchen UNO-Berichten und jetzt auch die Deutschen, die da sagen, das muss jetzt alles, mischt man sich auch noch hinein. Hier wird eine zweite Front eröffnet, meine Damen und Herren, und Taiwan dürfen wir auch nicht vergessen. Hier wird eine zweite Front eröffnet, die nichts Gutes verheißen lässt. Und wissen Sie, aus dieser ganzen moralischen Leichtsinnigkeit und Überheblichkeit hinaus sind in der Menschheitsgeschichte immer schon große, große Fehler gemacht worden. Studie: In Deutschland, Bürger vertrauen dem Staat nicht mehr. Überrascht das irgendjemanden, dass das Vertrauen nachlässt? Abgesehen davon, Misstrauen des Bürgers gegenüber dem Staat ist gut. Die Demokratie ist die Staatsform des institutionalisierten Misstrauens des Bürgers gegenüber dem Staat. Und deshalb ist Misstrauen etwas Gutes. In Deutschland flattern den Politikern und auch den Medien immer etwas die Nerven, wenn sich Misstrauen ausbreitet. Ich kann das nachvollziehen vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, wo ja auch einmal ein Vertrauensverlust in die Institutionen stattgefunden hat und dann in einem Höllensturz des Nationalsozialismus endete.
allerdings unter sehr schwierigen Umständen. Deshalb habe ich hier ein gewisses Verständnis. Aber man muss dann doch aufpassen, und da sind eben die Medien und auch die Politiker schnell in der Falle, dass sie jeden, der misstrauisch ist gegenüber dem Staat, dass Staatskritiker verleumdet werden, zu Nazis erklärt werden, so produzieren sie natürlich Nazis, und Deutschland geht da in die falsche Richtung, wenn ich mir dieses Gesetz vor Augen halte, das Frau Faeser gemacht hat, dieses Gesetz gegen die Delegitimierung, des Staates. Der Schlusspunkt in Wembley. Liz Truss und Rishi Sunak haben wochenlang versucht, die Konservativen von sich zu überzeugen. Ihr letztes Aufeinandertreffen wirkt wie eine Umkehrung der Umfragen. Ja, wer wird der Nachfolger von Boris Johnson? Boris Johnson, der ja unterschätzt wird, der immer wieder systematisch heruntergeputzt wurde in den Medien, vor allem in den deutschsprachigen Medien, faktenwidrig. Boris Johnson, ein politisches Umsetzungsmonster, wie er das geschafft hat, damals diesen Brexit, diese Riesenkuh, dieses Monster von einer Kuh vom Eis zu bringen, das verdient größten Respekt. Er hat diesen Wahlkampf brillant geführt. Er ist ein wirklich genialer Kommunikator. Ja, er hat Fehler gemacht und er hat auch Kapitalfehler gemacht. Also wenn Sie das Land in einen Lockdown stürzen, selber machen Sie Partys und am Schluss lügen Sie noch, dann ist das in England, geht das einfach nicht, weil England, Großbritannien, das ist eine Klassengesellschaft, das heißt, sie haben eine Elite, das akzeptiert man, und Johnson gehört zu dieser aristokratischen Elite, aber es wird erwartet, dass sie dieses Elitäre nicht in dieser rechtswidrigen Form umsetzen, dass sie für sich also Regeln in Anspruch nehmen, die für die anderen nicht gelten, dieses eben dekadente schöne Story-Verhalten, das er da an den Tag gelegt hat, wie ein verwöhnter Internatszögling, der sich nicht an die Schulordnung hält, aber gleichzeitig vielleicht als Klassensprecher dann wieder anderen Vorhaltungen macht. Das geht nicht, das wird nicht toleriert. Also sein Fall ist nicht einfach nur eine Intrige von Parteirivalen. Er hat wirklich Kapitalfehler gemacht, die mich erstaunen. Ändert nichts daran, dass Johnson ein in vielerlei Hinsicht genialer Politiker ist. Nun, wer wird sein Nachfolger? Liz Truss oder Rishi Sunak? Jetzt sage ich etwas, was die absoluten England-Befürworter vielleicht nicht hören wollen. Mein Verdacht ist, dass die britische Gesellschaft immer noch Restbestände eines kolonialen Rassismus, um dieses toxische Wort zu verwenden, hier einzustreuen, dass hier das immer noch da ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, aber ich weiß, es ist jetzt ein böser Satz, ein böser Befund, dass die Engländer einen Inder zum Premierminister wählen. Ich finde das schrecklich, ich meine, man müsste, Inder sind genial. Und dieser Sunak ist sicherlich ein hochintelligenter Mann, der sich übrigens auch sehr gut präsentiert in diesen Auseinandersetzungen. Gut, Sunak war auch etwas sehr stark beteiligt am Sturz von Johnson. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass die Briten das nicht akzeptieren, dass ein Inder, die Inder sind ja eben das ehemalige Kolonialvolk, dass sie sich von einem Inder regieren lassen. Also das wäre für mich fast noch der größere Bruch, Zeitenbruch, als den wir in den USA mit Obama gesehen haben. Das ist eben dann wieder der Unterschied zu den Vereinigten Staaten. In den Vereinigten Staaten ist das eben möglich. Das ist eben wieder die Genialität der Vereinigten Staaten. Ich glaube aber nicht, dass das in Großbritannien möglich ist. Aber noch so gern lasse ich mich da von der Wirklichkeit eines Besseren belehren. Ja, zwei Drittel halten den Staat für überfordert. Das ist noch die Spezifizierung. Überraschungssieg in Alaska. Die Medien jubeln. Großes Gewicht wird da der Niederlage von Sarah Palin beigemessen, dieser konservativen Berserker-Politikerin, so wurde sie dargestellt in den Medien, einfach eine bodenständige Frau. Sie hat jetzt verloren, sie ist eine Trump-Unterstützerin und ist doch wieder typisch, dass sich die Medien da drauf stürzen in ihrer Anti-Trump-Fixiertheit. Der größte Verbündete von Trump ist Joe Biden. Je mehr Fehler das er macht, desto größer werden die Chancen, dass Trump zurückkehrt. Ich halte es allerdings für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die Amerikaner ihn noch einmal ins Amt lassen, aber wie gesagt, man weiß es nie. Seine Aktien sicherlich etwas gestiegen, auch durch diese FBI-Attacken, durch diese Rollkommandos, die durchsichtig politische Motive haben. Und dieses FBI scheint mir sowieso eine ziemlich politisierte Angelegenheit zu sein. Viel zu viel
Politik ist darin. Übrigens ist mir in der Neuen Zürcher Zeitung noch eine Grafik aufgefallen zum Tod von Gorbatschow. Hat man hier gezeigt, sehen Sie hier oben ist eine Grafik, das ist der Warschauer Pakt 1989. Geht bis nach Deutschland, alles grau, das Blaue ist die NATO. Dann haben Sie unten das Bild 2022 und da schauen Sie mal, wo die NATO, wo das Blaue jetzt überall ist. Und wenn Sie das schauen, also der blaue Teil ist ja massiv gewachsen, der NATO-Teil und der graue Teil, der russische Teil, der sowjetische Teil, der ist massiv geschrumpft. Und ich meine, ist doch völlig abwegig jetzt zu behaupten, ja, das sei eine Bagatelle und dass die Russen das in irgendeiner Form politisch beunruhigt, dass die NATO da immer näher an sie heranrückt, das ist Paranoia, das ist lächerlich. Ich meine, lächerlich ist es, diesen Tatbestand zu ignorieren als bestimmenden Faktor der Geopolitik. Ich meine, das kann man schon machen. Kann doch den Russen egal sein, wenn die NATO mit ihren Atommächten sich immer näher ins russische, einstmals russisch dominierte Interessensphäre hineinbewegt. Aber wenn man so redet, dokumentiert man einfach, dass man von Geopolitik nicht, aber auch nicht die geringste Ahnung hat. Misstrauen vererben Eltern an ihre Kinder. Eine neue Untersuchung der Uni Bielefeld kommt zu dem Ergebnis, dass Jugendliche wenig Vertrauen zu den Institutionen, zu den Nachbarn und zu den klassischen Medien haben. Zu den klassischen Medien haben sie wenig Vertrauen, zu den Nachbarn auch nicht und zu den Institutionen. Also das Misstrauen der Kinder, das ist offensichtlich hier festgestellt worden. Jetzt hat mich aber dieser Titel irritiert. Misstrauen vererben Eltern an ihre Kinder. Meine Misstrauen ist ja auch mal eine menschliche Grundeigenschaft. Aber dass man das jetzt in die biologistische Vererbungslehre hineinbringt, sozusagen, ja, die besonders misstrauischen Eltern da, diese Corona-Skeptiker, die haben ein genetisches Problem, die vererben das Misstrauen an ihre Kinder. Wo ist jetzt hier eigentlich der Aufschrei? Ich kann mich erinnern, als der Bestsellerautor Thilo Sarrazin und Weltwoche-Autor einmal geschrieben hat, dass Intelligenz vererblich sei und dass eben in bestimmten Bildungsfärben Familien auch die Nicht-Intelligenz vererbt wurde, hat man ihn als Nazi abqualifiziert, zu Unrecht. Aber hier geht das wieder, weil natürlich die Stoßrichtung des Artikels aus Sicht der Medien in die richtige Richtung geht. Da werden eben die Aluhüte, die sogenannten, die Skeptiker und die Kritiker werden da auseinandergenommen. Elon Musk sagt, der Zauberunternehmer aus Kalifornien, der übrigens mitfinanziert wird von den Sponsoringgeldern und den Umlagezahlungen bei der Elektromobilität in Deutschland, also sie machen ihn reicher mit ihren Abgaben. Elon Musk sagt, die Welt braucht mehr Öl und mehr Gas. Ein realistischer Satz, stimmt natürlich, was er hier festhält, der Elektroauto-Pionier. Dann im Wall Street Journal ein sehr interessanter Artikel, sehr, sehr ausführlich, dass Russland massiv, massiv Geld verdient im Moment aufgrund der verteuerten Energiepreise, aufgrund der Sanktionen. Also die Sanktionspolitik spült dem Kreml gigantische Geldmengen in die Kriegskasse. Auch die Ölproduktion ist da stark ausgebaut worden in Russland. Also die holen da sehr, sehr viel Geld rein. Das ist jetzt ein klassischer Fall der Politik unbeabsichtigter Nebenwirkung. Die Sanktionspolitik ist doch völlig verrückt, dass wir eine Sanktionspolitik machen, die uns schadet, die uns mehr schadet als den anderen. Da sehen Sie ja schon den ganzen Irrsinn der aktuellen Sanktionspolitik. Kein Mensch versteht das. Aber da sehen Sie eben, dass der Moralismus, auch die Leidensfähigkeit und vielleicht auch Bequemlichkeit der Leute hier eine wichtige Rolle spielen. Ja, was soll's, sich dagegen aufzulehnen? Man merkt ja noch nichts davon. Aber im Grunde ist das, für mich grenzt das schon an klinische, muss ich aufpassen, was ich sage, ich hätte fast gesagt Geistesgestörtheit, aber das ist vielleicht etwas stark, aber es ist schon eine gewisse Gestörtheit des Geistes, wenn sie eine Politik machen, die ihnen mehr schadet als dem sie schaden wollen. Ich meine, das ist doch nicht mehr vernünftig. Das geht doch hinten und vorne nicht mehr auf. Jetzt die Gegenoffensive, großes Thema, rollen die Ukrainer
dass der auch, werfen Sie die Russen aus dem Land hinaus. Unsere Medien sind da natürlich sehr stark von Wunschdenken beflügelt. Die Militärexperten sind sich da nicht so sicher, was mit dieser Gegenoffensive läuft. Ich kann das nicht beurteilen, bin zu weit davon entfernt. Aber ich sage Ihnen, wenn je mehr der Westen, je mehr die Ukraine, je mehr die Amerikaner diesen Krieg eskalieren und je mehr Gegenoffensiven sie machen, desto mehr Argumente hat Putin, um eine Generalmobilmachung anzuordnen. Und dann haben die Russen dann plötzlich wieder 1 Million bis 1,5 Millionen zusätzliche Soldaten. Und können sie den Druck erhöhen, können sie sagen, ja, das geht jetzt nicht mehr gegen die Ukraine, gegen unser Brudervolk, sondern das geht jetzt gegen den Westen. Und das ist ja das Grundproblem, jetzt einfach mal wertneutral festgestellt, der russischen Kriegsführung. Die Russen können gar nicht richtig Krieg führen in der Ukraine, weil der Kreml muss aufpassen. Die Ukraine ist ein Bruderstaat Russlands. Und man hat ja diesen Krieg auf der Begründung aufgebaut, da geht es gegen Nazis und gegen die ganze, gegen die Unterdrückung und Diskriminierung der russischsprachigen Minderheit. Aber wenn natürlich der Westen da immer mehr hineingeht, dann liefert er Putin ein neues Argument. Und das muss man sich eben auch bewusst machen in dieser ganzen Kurzsichtigkeit und Kurzfristigkeit des Denkens. Ja, meine Damen und Herren, wir sind am Ende der heutigen Sendung schon wieder angelangt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Noch ein letzter Programmhinweis. Ich zeichne in Wien heute auf. Der Pragmatikus, Fernsehableger des gleichnamigen Magazins, bei Servus TV, wird ausgestrahlt zum ersten Mal am nächsten Sonntag. Servus TV 23.15 Uhr, der Pragmatikus, sehr interessant. Wir widmen uns immer aktuellen Themen mit wissenschaftlichem Anspruch. Unser Thema in der nächsten Sendung ist Bildung. Was läuft schief in unserem Bildungswesen? Was sind Lösungsansätze? Wie kann man es besser machen? Der Pragmatikus, große Ehre für mich, dass ich diese Sendung machen darf. Und am Montag sehen wir uns bereits wieder bei Weltwoche Daily, die andere Sicht.